In diesem Video geht es um das Problem, eine Spline zu finden, die als Anfangsbedingung hat einmal eine tangentiale Ausrichtung im Startpunkt zu einem Punkt, tangentiale Ausrichtung im Endpunkt zu einem Punkt und außerdem die Vorgabe einer Anfangskrümmung und einer Endkrümmung. Also das wäre quasi dann ein tangentialer Übergang, zum Beispiel von einem Kreisbogen in eine Kurve und auf der anderen Seite kommen wir von der Kurve in einen anderen Kreisbogen und die Krümmung soll hier gewährleistet sein. Das Ganze kann man machen mit einer Spline dritten Grades, die sechs Pole hat. Also ich habe hier den ersten Pol, ist der Anfangspunkt, der zweite Pol gibt die Tangentialrichtung vor, der dritte Pol gibt die Anfangskrümmung vor. Und das gleiche habe ich auf der anderen Seite, das sind nochmal drei Punkte, das sind also insgesamt sechs Pole, die wir hier haben. Und ich schalte jetzt diese Information mal wieder aus und schalte mal um und zeige mir das Polygon, das Kontrollpolygon direkt also ich zeige das Polygon direkt im Bild mit. Ich habe einmal die Kurve und hier habe ich die Pole. So, die Szene sieht so aus. Ich habe jetzt hier einen Knoten, um das zu modellieren. Und ich habe hier zwei Tracker, die ich für die Tangentenpunkte verwende. Das sind die beiden hier. Und die kann ich also jetzt einfach mal hier verschieben. Und wenn ich dann die Kurve neu berechne, dann passt sich diese Tangentialrichtung an. Das sehen wir also hier ginge das genauso. Könnte ich also auch ein bisschen verschieben und das neu berechnen lassen. Dann passt das. Schauen wir uns die Krümmung an. Oh. Muss ich mir eine neue Krümmung holen? Also gehen wir einfach nochmal drauf, machen wir hiervon eine Krümmung. Dann sehen wir die hier, ändern mal die Farbe, dass man es besser sieht im Kontrast. Gelb ist hier besser. So, was kann ich jetzt machen? Ich habe also hier bei meinem parametrischen Modell hier Anfangspunkt und Endpunkt A und B, das sind die beiden Punkte, und ich habe hier die beiden Tangentenreferenzen TA und TB, die sind hier ausgegraut, weil die sind mit diesen beiden Trägern hier verbunden, mit TA und TB. Hier im Knotenmodell sieht man das nochmal, TA und TB gehen hier rein. Und ich habe jetzt hier verschiedene Parameter, die ich benutzen kann. Und zwar habe ich hier einmal den Krümmungsradius an dieser Stelle. Der ist momentan auf 10 eingestellt und der Krümmungsradius hier drüben ist auf 20 eingestellt und ich kann jetzt diese Werte ändern und dann sehe ich einfach mal, wenn ich diesen Wert ändere, dann ändert sich die Tangentialrichtung hier nicht, aber der Krümmungsradius ändert sich und hier drüben haben wir keinen Einfluss auf die andere Seite. Das erreiche ich dadurch, dass ich hier sechs Kontrollpunkte habe. Also drei Kontrollpunkte beeinflussen nur diesen Bereich und die anderen drei nur diesen Bereich hier drüben. Und ich kann jetzt noch was anderes machen. Ich kann noch sagen, die Tangente, die ich hier habe, die beeinflusst natürlich auch, wie lange diese Krümmung hier erhalten bleibt. Im strengen Fall, wenn die ewig erhalten bleibt, würde ich einen Kreis bekommen. Wenn die Krümmung überhaupt nicht erhalten bleibt, dann könnte ich sofort hier irgendwie rausspringen und dann habe ich hier so ein Parameter TA. Und das können wir uns mal anschauen. Wenn ich also diesen Parameter jetzt größer mache, dann sehe ich, dann verschwindet diese Krümmung viel schneller. Und wenn ich wieder zurückgehe, dann hält es wieder ein bisschen länger an. Dabei ergeben sich natürlich hier diese ganz eigenartigen Übergänge. Ich muss das ja irgendwie krümmen, dass es rüber geht. Was ich noch machen kann, ist, dass ich diese beiden Kontrollpunkte verschiebe. Und da habe ich hier auch wieder Schieberegister da und ich könnte also das in die eine oder in die andere Richtung machen. Die Krümmung bleibt am Ende hier immer gleich. Nur der Bereich der Kurve hier drin ändert sich. Und man kann das jetzt einfach so weit
machen natürlich auch auf der anderen Seite, bis wir hier irgendeinen schönen Wert rausbekommen. Und wir merken jetzt, wir können natürlich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl auch eine Kurve bekommen, die jetzt wirklich schön rüber geht, wo die Krümmung fast die ganze Zeit in die eine Richtung ausgerichtet ist. Das will man ja haben. Und es gibt die Möglichkeit, das sich berechnen zu lassen. Und beim Berechnen finde ich jetzt diese Stelle. Das wäre die Lösung, wo ich sage, ich habe jetzt nicht nur die Randbedingungen, sondern ich habe möglichst hier eine schöne stetige Kurve. Ob die jetzt so gewünscht wird, muss man klären. Was man jetzt machen kann, ist, man kann jetzt wieder diese Tangentialbedingungen, die wir hier haben, reduzieren oder eben stärker machen. Und dann bekommen wir hier mal so eine Kurve raus. Also ich nehme jetzt nur immer ganzzahlige Werte, deswegen springen natürlich diese Kurven ein bisschen hin und her. Aber jetzt hätten wir den Fall, dass wir also hier von Krümmungsradius 12 mm auf Krümmungsradius 22 mm hier drüben rüberschleifen. Und dann ergibt sich diese Kurve. Das heißt, wenn ich auf automatisch gehe, werden diese beiden Werte nicht benutzt und die beiden Pole, die fallen jetzt hier an der Stelle zusammen. Das heißt, ich habe zwar genau genommen 6 Pole, aber dieser eine Pol ist ein Doppelpol hier drin und nur die anderen sind da. Und jetzt haben wir schon eine relativ schöne Form, die ich also parametrisch mir ausrechnen lassen kann. Da brauche ich also keine anderen Hilfsmittel dazu. Was noch zu sagen wäre, die Methode, mit der ich das löse, ist also SkiPy Optimize. Und ich habe jetzt hier als Methode festgelegt, nutze die beste. Das heißt, das Programm läuft jetzt durch alle Algorithmen, die implementiert sind, durch und rechnet die Werte aus und benutzt bei diesem Wert denjenigen mit der besten Qualität. Und diese Werte werden dann hier verwendet. Meistens bekomme ich hier wirklich exakt einen guten Wert raus. Das heißt, ich kann wirklich diese beiden Pole an einem Punkt zusammenlegen. Vielleicht kann man später mal von diesen vielen Algorithmen dann sagen, man nimmt nur einen Paul oder sowas. Dann reicht das auch wieder aus. Aber da fehlt momentan die Erfahrung dazu. Und man kann jetzt, das müssen wir auch nochmal zeigen, wenn ich jetzt auf manuell gehe, kann man eben jetzt auch diese Formen schon etwas mystisch biegen. Also das ist ja immer die Frage, wenn ich diese Krümmungen einhalte, wie muss der restliche Verlauf dieser Kurve gehen? Das kennen wir ja auch, wenn wir irgendwelche Stäbe biegen. Die müssen ja dann irgendwo ihre Energie hinbekommen.